Herzlich willkommen zur Invasion des Japankäfers. Das hier ist eine zeitgenössische Darstellung aus dem 16. Jahrhundert der Edo-Periode in Japan, was nämlich kaum jemand von uns im Westen weiß. Damals hatten sie das Problem, dass dieser ja ungefähr so lang wie drei Personen Riesenkäfer mit zwei gigantischen Katanas über die Insel hergefallen ist, und von dem gab es nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Und manchmal haben sie sogar vier Katanas dabei gehabt, weil sie haben ja sechs Beine, und dementsprechend haben sie ja auch vier Beine frei, mit denen sie jeweils Katana schwingen können. Oder Wakizashis oder mindestens mal Tantos, je nachdem wie groß der jeweilige Käfer ist. Also das sind die Dolchart. Tanto ist eine dolchartige Waffe, das Wakizashi ist quasi ein Kurzschwert, ein Katana ja so ein mittellanges, man kann schon fast Langschwert nennen, ne? Großes Schwert heißt das so viel auf Deutsch. Aber egal, jedenfalls, hier können wir schön sehen, wie der Käfer also über die Insel hinweg fegt. Da läuft er gerade auf den Dächern der Dörfer rum, und will sich da auf die beiden harmlos auf dem Feld stehenden Passanten stürzen, um ja da hinten dann möglichst auch noch die Japan-Flagge umzuhauen mit seinen Katanas und die Herrschaft über die Insel an sich zu reißen. Dazu ist es tatsächlich nicht gekommen, historisch. Drum haben Leute das im Westen auch gar nicht groß mitbekommen, weil nämlich dieser Käfer durchaus empfindlich auf verschiedene Bakterien, zum Beispiel Bacillus thuringiensis, reagiert oder gar auf Nematoden, die ihn gerne befallen und dann von innen auffressen, und dadurch kann er sich dann weniger schnell ausbreiten. Und da haben die Japaner also quasi einfach nochmal Glück gehabt, dass dieser Nematodenbefall Schlimmeres verhindert hat, und tatsächlich ist die Käferpopulation so stark zusammengebrochen, dass dieser Riesenversion des Japankäfers tatsächlich ausgestorben ist und nur noch eine deutlich kleinere Version übrig geblieben ist. So, und das war selbstverständlich alles völliger Schwachsinn. Aber ich finde die Abbildung hier sehr schön, hat meine Frau für mich zusammengebaut, weil ich in irgendeinem Anflug von einer blöden Idee tatsächlich der Meinung war, man muss irgendeinem Käfer unbedingt zwei Katanas in die Hand drücken, um eben diesen blöden Gag bringen zu können. Ja, Tatsache ist, dass der Japankäfer erstens völlig anders aussieht, zweitens vermutlich keine Katanas dabei hat, wobei letzteres möchte ich nicht vollständig ausschließen. Das hier ist vermutlich noch nicht mal Japan, was wir da sehen können. Könnte es sein. Ne, die japanische Flagge ist auch noch zusätzlich reinretuschiert. Also vergesst alles, was ich gerade gesagt habe, außer dass Bacillus thuringiensis und verschiedene Nematoden diesem Käfer tatsächlich zu schaffen machen. Denn das sind seine natürlichen Feinde, also zwei davon. Er ist im japanischen Ökosystem durchaus wunderbar integriert, und das bedeutet, er kann sich dann nicht massenvermehrungstechnisch so stark ausbreiten, dass er in der Lage wäre, größere Schäden in diesem Ökosystem zu verursachen, weil er eben in Koevolution mit seinen Schädlingen sozusagen eben verschiedensten Kleinstlebewesen, die ihn dann wiederum befallen, dort entstanden ist. Ja, und dadurch reicht zwar zum Überleben, aber für viel mehr eben auch nicht. Und er ist ein gut integrierter, ganz normaler Bestandteil des Ökosystems und fällt nicht besonders auf. Bedeutet, auf Japan wird man den Japankäfer vielleicht mal irgendwann im Laufe seines Lebens gesehen haben, so man dann Käfersammler ist. Übrigens, aus der Käfersammlerei ist die Pokémon-Geschichte entstanden. Ne? Wer von Pokémon schon mal was gehört hat, aber ich denke, das haben wir alle. Das war ursprünglich mal ein Hobby vom Pokémon-Erfinder, Käfer zu sammeln, wahrscheinlich auch den Japankäfer. Und dann kam er eben daraus auf die Idee, dass das doch viel lustiger wäre mit Fantasy-Monstern im weiteren Sinne. Und ja, dann war das, ne? Also man kommt hier vom Katana zum Pokémon und zurück zum Japankäfer heute. Jedenfalls, so schaut er aus. Und nochmal, der ist also auf den japanischen Inseln völlig unauffällig und richtet da gar keine nennenswerten Schäden an. Klar frisst er mal was, aber er wird dann eben im gleichen Maße auch wieder gefressen. So, der weltweite Siegeszug, zu dem dieser Käfer neuerdings jetzt allerdings aufgebrochen ist, was heißt neuerdings, den gibt es schon seit über 100 Jahren, diesen weltweiten Siegeszug, der darf uns durchaus bedenklich vorkommen, und ich möchte mit diesem Video eben schon mal auf die drohende Gefahr Japankäfer hinweisen, die zwar zumindest bei uns in Mitteleuropa noch nicht so wirklich ausgebrochen ist. Die Chance, dass das passiert, wird aber als sehr hoch eingeschätzt, und dann werden wir ein größeres Problem haben, und daher wäre es gut,
bereits im Vorfeld schon mal sich ein bisschen mit dem Japankäfer auseinandergesetzt zu haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar mithelfen bei der Japankäferprophylaxe. Denn der Käfer ist recht gut zu erkennen, erkläre ich gleich. Und sollte man mal per Zufall diesen eigentlich gar nicht so unhübschen Käfer, ja, ich gebe zu, auf diesem Bild sieht er jetzt nicht so sympathisch aus, das ist eine große Vergrößerung, sollte man dem mal irgendwo begegnen, dann kann man dann gleich die örtlichen Behörden informieren, dass man einen Japankäfer gesehen hat und dann können die entsprechend Panik verbreiten und ja, gegebenenfalls tatsächlich bereits beginnen, Lockstofffallen aufzustellen, um dann auch mit ja, chemischen Gegenmaßnahmen zu reagieren, aber dazu kommen wir gleich alles noch. Ja, ein paar Takte zur Bestimmung. Also wenn man dann wirklich so groß vor sich sieht wie hier, das wird in der Praxis nicht der Fall sein. Das ist also eine stark vergrößerte mikroskopische Aufnahme. Und da sehen wir aber schön, er hat im Grunde einen kleinen Schild auf dem Kopf. Ja, kaputt genannt. Dann gibt es ein Nackenschild, haben viele Insekten, also viele Käferartige, dass die diesen zusätzlichen Nackenschild aufweisen. Der schützt so ein bisschen den Übergang zwischen Kopf kaputt und Thorax, also den Hauptkörper sozusagen. Am Thorax sitzen bei Insekten normalerweise auch immer die Beine dran. Da das letzte Beinpaar rechts schon recht weit hinten sitzt, muss das aber trotzdem noch eine Verbindung zum Thorax haben. Das geht nicht anders. Und das Abdomen ist letztendlich dann eigentlich der dicke Hinterleib, der hinter dem rechten letzten Beinpaar da hinten noch rausragt und diese gebänderten Härchen aufweist, ne? Und nur noch halb vom Rückenschild, das ist dieser braune Panzerbereich, verborgen wird. Der Rückenschild ist gleichzeitig das zweite Paar Flügel. Also der Käfer hat nur ein paar flugfähige Flügel, das andere Paar Flügel, Käfer haben per Definition immer vier Flügel, ist eben umgebildet zu diesen Panzerplatten, die eben die Flügel dann unten drunter beschützen, damit die Flügel nicht verletzt werden können und der Käfer dann, wenn er sie dann braucht, eben durchaus in der Lage ist, mal ein Stückchen zu fliegen. Und zwar gar nicht mal so unweit. Der schafft so 600-700 Meter am Tag. Wenn man das vergleicht mit dem Borkenkäfer, der schafft also maximal 350, 450, ganz seltenen Fällen mal 500 Meter aus eigener Kraft. Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass er irgendwelche Thermikströmungen und ähnliches gerät und das in seinem Leben. Ne? Also der kommt nie weiter als das. Der Japankäfer schafft diese Strecke und noch ein bisschen mehr pro Tag, wie gesagt. Lebt übrigens 30 bis 45 Tage in etwa, also als Käfer, als Larve deutlich länger. Aber ja, dann ist er, da hat er also schon eine Möglichkeit, sich im Laufe seines Lebens ein Stück weit fortzubewegen. Und kann damit also durchaus eine gewisse Migration auch durchmachen. Ne? Allerdings muss er eben alle, wie gesagt, 500-600 Meter spätestens landen und sich ausruhen und was fressen. Das bedeutet, übers Meer fliegen geht nicht. Weshalb wir vermuten können, dass er nicht von alleine von Japan weggeflogen ist und einfach rübergeflogen nach überall sonst, wo er bisher hervorkommt, sondern das ging nur durch unsere Mithilfe und eben den quasi menschgemachten Transport des Käfers. So, hier noch einmal von oben. Hier kann man schön sehen, auch die flügelförmigen Flügelabdeckungen in Braun, das relativ hübsche Grün des Nackenschildes. Dann gibt es da noch so einen kleinen Zwischenschild und da hinten das Abdomen, was da rausragt, das ist auch, hat auch noch eine gewisse Panzerung, zumindest nach oben, auch wieder mit diesem Grün schillern. So, jetzt gibt es noch so zwei, drei, vier, fünf andere Käfer, die so ein bisschen so aussehen und ein potenzielles Verwechslungsrisiko zum Japankäfer mit sich bringen. Daher, dass ultimative Bestimmungsmerkmal, wenn man sicher gehen möchte, dass man es auch wirklich mit dem Japankäfer und nicht mit irgendwem anders zu tun hat, sind die 5 plus 2 Borstenregel, Regelungen. Ja, wir sehen also an den Seiten unseres Japankäfers nicht die Borsten am letzten Beinchen, sondern von hinten gerechnet, also ganz hinten am Abdomen sind zwei große Borstenbüschel. Die könnten wir recht deutlich sehen, das sind sozusagen die Heckspoiler. Und die sind nur beim Japankäfer vorhanden. Und wenn man sich dann noch nicht sicher ist, dass man es wirklich mit dem Japankäfer trotz Heckspoilerborsten zu tun hat, kann man von da jeweils links und rechts an der Seite des Käfers entlang auch nochmal die Borstenbüschel zählen, nämlich diese kleinen Borstenbüschel, die wir da sehen können. Und das sollten 5 sein, einmal links, einmal rechts, jeweils 5 solche weißen Büschelchen. Und das ist ganz charakteristisch. Und wenn man das kann jeder, ne? Da muss man nichts für wissen, das muss, außer zu wissen, dass es 5 sein müssen und 2 in der Mitte sozusagen.
Und schon weiß man, dass man es mit Sicherheit mit dem Japankäfer zu tun hat. Ist ein absolut idiotensicheres Bestimmungsmerkmal, in Anführungszeichen. Ne? So. Zur Sicherheit hier nochmal die Seitenansicht. Da können wir auch sehen, dass er am Abdomen, jeweils da, wo die Borsten sitzen, ihr wisst ja jetzt, welche Borsten ich meine, da hat er auch jeweils noch so ein einzelnes Abdomensegment. Also wir sehen da fünf Abdominalsegmente sozusagen und an jedem Segment hängen seitlich eben diese Haargrenze, Borstengrenze, Bürstenabteilungen, was auch immer, dran. Und dann kann man es hier auch auf der Seite eben nochmal sehr gut identifizieren. Der Käfer ist auch nicht besonders klein, das heißt, die Farbe und das Gesamterscheinungsbild sticht einem sofort ins Auge und hat man eine Lupe dabei, ist das mit den Borsten dann wirklich eine ganz simple Sache. So, wir kommen zum Lebenszyklus. Dazu gibt es hier diese wunderbare Abbildung und ich muss gleich dazu sagen, der Lebenszyklus des Japankäfer variiert, je nachdem, wo auf dem Planeten sich der Japankäfer jeweils befindet. Er hat ja schon eine große Wanderung hinter sich und deshalb bringt es nichts zu sagen, im Januar macht er das, im Dezember macht er jenes, im Oktober macht er wieder was anderes, sondern es hängt stark davon ab, wie warm es eben ist. Der Generationswechsel, den wir hier so sehen können, sprich Käfer isst Larve im Boden, wacht auf im Frühjahr, gräbt sich etwas nach oben, mampft wunderbar an den Wurzeln von der saftigen grünen Wiese, verpuppt sich ein letztes Mal, wird zum ausgewachsenen Käfer. Ausgewachsener Käfer buddelt sich aus dem Boden, frisst da oben an der Kartoffel oder was immer das sein soll, könnte auch eine Bohne sein, wahrscheinlich eine Bohne, buddelt sich dann, sofern es ein Weibchen ist, wieder ein, um Eier zu legen. Aus den Eiern schlüpft die Larve erst ganz klein, frisst wieder am saftigen grünen Rasen bzw. die Wurzeln des saftigen grünen Rasens, wird größer, verpuppt sich, frisst wieder, wird größer, verpuppt sich, frisst wieder und so weiter und so weiter. Über den Winter oder zumindest die kalte Jahreszeit, die es dann da jeweils gibt, oder wenn es gar keine kalte Jahreszeit gibt, für die Phase, in der eben die größte Verpuppung oder längste Verpuppungsphase stattfinden soll, vergräbt sie sich etwas tiefer und ja, dann geht das immer so weiter, beziehungsweise im nächsten Jahr geht es links in der Abbildung sozusagen wieder von vorne los. Dieser Zyklus dort in den meisten Regionen, in denen der Käfer unterwegs ist, bisher noch etwa 2 Jahre. Das heißt, es ist gar nicht in einem Jahr passiert, sondern 2 Jahre der Botenentwicklung sozusagen für 30 bis 45 Tage Käferleben inklusive Eierlegen beim Weibchen. Etwa 40 bis 60 Eier legt die im Laufe ihres Lebens. Und erst dann geht es wieder von vorne los. Ein zweijähriger Zyklus ist natürlich viel weniger schlimm als ein einjähriger. Warum? Naja, bei einem Zweijährigen ist immer ein Jahr dazwischen, wo man keinen Käfer finden wird, da die noch alle im Boden sind von der nächsten Generation und dementsprechend können sich sämtliche Wirtspflanzen, mal abgesehen von denjenigen, die unter Wurzelfraß leiden, durch die Engerlinge, also die Larvenstadien, die nennt man Engerling, ne? Und Entschuldigung, das heißt ein Jahr dazwischen immer zur Regeneration für die Wirtspflanzen und erst nur jedes zweite Jahr kommt dann der oberflächlich fressende Käfer überhaupt zum Vorschein. Läuft das Ganze in einem Jahr ab, haben wir jedes Jahr auch wieder die Engerlinge. Die hätten wir auch bei dem zweijährigen Studium ja jedes Jahr, nur sind sie dann halt eben verschieden alt und hier würden sie umso mehr fressen, weil sie ja die gleiche Wachstumsleistung jetzt innerhalb der Hälfte der Zeit sozusagen absolvieren müssen, errichten also nochmal viel größere Schäden an, plus jedes Jahr tauchen auch noch die erwachsenen Käfer, die auch eine riesige Menge Nahrung brauchen und dann auch noch die Blätter zernagen, von übrigens so ziemlich allem, komme ich gleich noch dazu, ebenfalls auf. So. Und das ist prinzipiell ein gar nicht so untypischer Lebenszyklus für verschiedene bodenbewohnende Käfer. Der Maikäfer beispielsweise, unserer, macht das so ähnlich, kann, wenn er in Massenvermehrungen auftritt, durchaus auch zum Schädling werden. Ist zwar schon seit längerem nicht mehr im größeren Stil passiert, wobei hier und da schon noch regional begrenzt, aber der hat auch noch mal einen längeren Fortpflanzungszyklus und ja, aber nur mal, um einfach ein anderes Beispiel kurz genannt zu haben, will ich nicht zu weit vom Thema abweichen. So, darum
Nicht wegen diesem Fortpflanzungszyklus, aber weil dieser Käfer potenziell so enorm viel Schaden anrichten kann, wäre es also wirklich nochmal wichtig, dass man sich das mit den 5 Borstenbüscheln, 2 Borstenbüscheln am Hinterteil, 5 jeweils auf der Seite wirklich gut einprägt, weil solltet ihr tatsächlich mal so einen Käfer irgendwo entdecken, ist das echt eine große Erleichterung für alle Beteiligten, Landwirte, Gartenbesitzer und uns alle, weil wir letztendlich ja essen wollen, was die Landwirte anbauen, wenn man frühzeitig erkennt, dass man so einen Käfer erkannt hat. Ja, also da ist Mithilfe wirklich essentiell und einer der Gründe, weshalb ich dieses Video mache. Unter anderem natürlich auch, weil ich noch ein Video brauche, weil es ist immer noch nicht Weihnachten. Ne? gut, nächstes Thema. Habe ja schon gesagt, die Liste von möglichen Wirtspflanzen ist verdammt lang. Ich würde mal zur Beeindruckung von euch und von uns allen mal ein paar Pflanzen aufzählen. Und zwar Gehölzpflanzen erstmal nur. Das wären Ahorn, Birke, Hasel, Buche, Lärche, Apfel, Pappel, Kirsche, Eiche, Rhododendron, Flieder, Linde, Ulme, Heidelbeeren, Preiselbeeren, alles, was so in diese Kategorie gehört, und der gemeine und wollige Schneeball. Ja, das sind, wie gesagt, nur die Gehölze. Dazu kommen dann noch verschiedene Kulturpflanzen bzw. Gemüse, wie so unwichtige Dinge wie Mais, Kartoffel, Spargel, Tomate, Bohne oder bei Beeren Obst, Himbeeren, Heidelbeere und zusätzliche Zierpflanzen sind übrigens auch Dahlien, Astern und so weiter. Also abgesehen davon, dass er im Regelfall tatsächlich nicht an Weizen oder Roggen oder sowas rangeht, so ziemlich alles andere, was wir gerne essen und im größeren Stil anbauen, mag der Käfer gern. Und das gilt vor allen Dingen für weltweit angebaute Pflanzen, wie eben zum Beispiel eine Tomate oder eben der Mais oder gar die Kartoffel, die nun wirklich ja nun ganz wirklich überall fast angebaut wird. Und dazu kommen jetzt eben noch diverse Gräser. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, da wo ich immer behaupte, dass er an der saftigen grünen Wiese, an den Wurzeln knabbert. So ziemlich jeder Rasen, auch so ein englischer, gepflegter englischer Rasen, ist über Wurzelfraß der Engerlinge hochgradig gefährdet. Da hätte ich übrigens auch noch ein schönes Bild von so einem Engerling. Ja, also hier sieht man jetzt die verschiedenen Entwicklungsphasen vom Käfer, die da mehr oder weniger parallel kurz vorm Schlüpfen gewesen sind, als man sie aus dem Boden gefriemelt hat. Und ja, also das sind schon große Viecher, die da auch die bodenlebenden Stadien und die sind halt wirklich in der Lage, ich habe es ja gerade schon gesagt, jeden gepflegten englischen Garten zu Rasen zu ruinieren. Plus Weideflächen. Das spielt nämlich auch nochmal eine richtig große Rolle. Die vernichten nicht nur unsere Kulturpflanzen, die wir direkt essen wollen, sondern auch eben noch einfach die Weideflächen von den Viechern, die wir hinterher essen wollen, nachdem sie die Weidefläche gegessen haben, sozusagen. Ne? Also das Schadpotenzial des Japankäfers ist wirklich gigantisch. Er steht deswegen auf der roten Liste sozusagen der Tiere. Wenn sie in Europa nennenswert vorkommen, muss man sofort europaweit Alarm schlagen, also auf der großen pandemischen Eindämmungsliste der EU sozusagen. Bisher ist der Käfer größtenteils übrigens in Italien und in der Schweiz aufgetreten, in Europa. Da die Schweiz jetzt nicht in der EU ist, aber die gibt sich trotzdem große, große Mühe, den Käfer wieder loszuwerden, hat sich bereits erste Bekämpfungsstrategien überlegt, die auch angewendet werden, die auch erste Resultate zeigen. Und ja, ne? Aber wir haben dahingehend Glück, dass in Deutschland bisher drei, soweit ich weiß, drei Funde von dem Käfer nur aufgetreten sind. Zwei Totfunde, mehr oder weniger in Norddeutschland. Und bisher ein einziger lebender Käfer in der Nähe, in einer Pheromonfalle gegangen, in der Nähe vom Bahnhof von Freiburg im Breisgau. Ja, also vielleicht aus der Schweiz per Zug eingereist, außerdem noch Schwarzfahrer gewesen, ne? Unerhört. Und ja, bei der Gelegenheit dann kurz nach dem Aussteigen aus dem Zug dummerweise in die Pheromonfalle geraten. Da hat die Reise des Käfers auch schon wieder geendet. Ja, aber dieser Fall in Freiburg war der erste lebende Käfer, der es nach Deutschland geschafft hat, den man nachweisen konnte. Es ist zu hoffen, dass nicht noch ein ganzer Haufen andere lebende Käfer bereits in Deutschland angekommen sind, die sich irgendwo unbewusst beobachtet vermehren und dann einen größeren Befallsherd auslösen können, der sich dann auch ja, überall verbreiten wird.
Aber noch haben wir Glück und drum ist es, ich kann es nicht oft genug sagen, so wichtig, dass man diesen Käfer auch rechtzeitig erkennt. So, und was tun wir jetzt gegen den Käfer? Naja, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, die die USA da bisher ausspenifelt hat. Da gibt es bereits seit 1924 nämlich erste Anti-Käfer-Maßnahmen. Zunächst mal hat man versucht, den Nützling Xanthetha cinerea aus Japan, also wiederum einen anderen quasi parasitären Kiefer für den Japankäfer, einzuführen. Das hat auch ein Stück weit geholfen, aber seit 1968 gibt es ein umfangreiches Werk zur quasi biologischen Schädlingsbekämpfung vom Japankäfer in den USA. Das ist im Laufe der Jahrzehnte noch ein bisschen aktualisiert worden und momentan stehen da grob folgende Empfehlungen drin. Und zwar zunächst mal muss man wissen, wie viel Käfer hat man eigentlich und dafür stellt man Flugfallen auf, wo die Käfer dann reinplumpsen, um eben einfach ein Indikator dafür zu sein, wie viel Käfer eigentlich gerade unterwegs ist. Dann kann man im Boden nach den Larven suchen, indem man einfach ein Loch gräbt. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist empfohlen. Das heißt, die Pflanze selber damit behandeln, damit der Käfer nach Möglichkeit tot umfällt, wenn er reinbeißt. Biologische Verfahren, das ist das, was wahrscheinlich am vielversprechendsten sein wird und auch in der Zukunft am meisten angewendet wird. Das können zum Beispiel eben die eingangs erwähnten Nematoden oder der Bacillus thuringiensis sein. Potenziell kann man es auch mit Pilzsporen versuchen oder weiteren Parasiten, die nur speziell auf diesen Käfer eben wirksam sind. Und ja, außerdem wird in anderen Ländern, in denen ein Befall festgestellt wurde, empfohlen, dass man die befallenen Pflanzen doch bitte entfernen möge. Also heißt, mach lieber ein großes Loch in deinen Kartoffelacker, bevor sich der Käfer weiter ausbreitet. Bei Ansammlungen von Käfern kann man diese auch von Hand absammeln. Das ist natürlich unglaublich mühsam, aber je nach Land, je nach Lohnniveau und so weiter, kann das durchaus eine Option sein. Wir haben es da eben bei dem Befall der Äpfel oder was für Früchte das aber auch immer gewesen sein mögen, gesehen, dass das wirklich so Massenansammlungen von diesen Käfern geben kann. Und da kann man also einen Haufen Weibchen wirklich schon absammeln, bevor die Leier legen können. Und dann wird es nächstes Jahr bei weitem nicht so schlimm. Und man hemmt damit einfach die Ausbreitung, bis einem was Besseres eingefallen ist. Damit ist also auch ein händisches Absammeln der Käfer durchaus eine Möglichkeit. Und auch ganz wichtig und sehr effizient ist die mechanische Bodenbearbeitung. Soll heißen, man häckselt den Boden einfach durch und hofft beim Häckseln des Bodens auch jede Menge Engerlinge mitzuhäckseln. Die sind im Engerlingenform nämlich durchaus weich und empfindlich und werden bei mechanischer Belastung sehr schnell zerstört und sind dann halt tot, ne? Und richten logisch Weise keinen Schaden mehr anmachen, die meisten, die tot sind, nicht. Ausgenommen natürlich Zombies, inklusive Zombies mit Katanas. Ne? Grundsätzlich empfiehlt sich auch immer der Einsatz von Lockstofffallen, auch für die Engerlinge, und das machen zum Beispiel die Italiener auch so. Was die Italiener auch machen, das haben wir bisher noch nicht genannt, sind Betretungsverbote von mit Japankäfer befallenen Regionen auszusprechen. Kleinräumig natürlich nur, aber trotzdem, damit eben kein Käfertransport, zum Beispiel im Kragen einer Jacke, im Radkasten eines Autos, in einem Koffer, in einem Zug, in einem Bus, in einem, wie auch immer die genau transportiert werden, das wissen wir auch noch gar nicht, stattfindet. Ja, aber allein am Beispiel des Freiburg Bahnhofskäfers, der schwarz gefahren ist, kann man schön sehen, dass sehr wohl eben ein Transport über menschgemachte Transportmittel stattfinden kann. Und darum halte ich diese Betretungsverbote bzw. diese Quarantänezone sozusagen um den Käfer drumherum für eine gute Idee. So, und eine letzte Empfehlung ebenfalls aus Italien ist, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Käfer zu betreiben, damit einfach mehr Leute über den Käfer Bescheid wissen und dann auch das Monitoring und das Feststellen von einem Befall durch diesen Käfer einfacher möglich ist, weil viele Leute melden, wenn sie einen Käfer gesehen haben. Und deswegen habe ich da auch so großen Wert drauf gelegt, dass ihr auch bitte schön gelernt habt, wie man den Japankäfer erkennt und warum der böse ist. So, zum Schluss noch ein böser politischer Witz. Achtung, der ist böse. Wer böse Witze nicht mag, möge jetzt weghören. Es gab auch schon Vermutungen, dass der Japankäfer Japans späte Rache für Hiroshima und Nagasaki ist, weil er hat zuallererst die USA befallen.
Genau genommen ist es sogar eine verfrühte Rache, weil er hat die USA bereits befallen, noch längst bevor die Atombombe erfunden worden ist, noch vor dem Ersten Weltkrieg sogar. So gesehen ist da vielleicht nicht allzu viel dran, aber diesen bösen Witz gibt es tatsächlich, dass sich die Japaner damit haben versuchen, rächen wollen und eben entsprechend eine Biowaffe erfunden haben. Bisher ist das meines Wissens nur ein böser Witz. Aber derjenige Spinner, der irgendwann auf die Idee kommt, tatsächlich so zu tun, als sei das eine Biowaffe, die die Japaner im Labor gegründet, zusammengebastelt haben, der ist wahrscheinlich nur einen Steinwurf entfernt. Daher, ja, liebe Verschwörungstheoretiker, wie wäre es denn mal mit der Japan-Käfer-Verschwörung? Das wäre immerhin mal wieder was Neues. So, und damit sind wir auch schon durch. Schon ist wie immer, ja, also für Adventskalender-Verhältnisse eher ein relativ langes. Wobei, aus den geplanten 20 Minuten, die ich mir mal irgendwann als Limit gesteckt habe, ich glaube, das habe ich ein oder zwei oder dreimal eingehalten insgesamt. Von daher kann ich jetzt auch nicht behaupten, das sei ein besonders kurzes. Na egal. Jedenfalls, morgen ist möglicherweise der 24. und dann kriegt er mich auch wieder zu sehen. Dass jetzt dreimal in Folge so eine Dia-Show mit Blablub gekommen ist, liegt einfach daran, dass umzugsbedingt natürlich das Internet wie immer nicht so richtig funktioniert. Das heißt, ich kann nur Sachen hochladen, die wenn überhaupt, die ziemlich klein sind von der Dateimenge. Ja, und da bietet sich eine Dia-Show mit Audiokommentar eben an. Das hat nicht allzu viele Gigabyte, genau genommen hat es noch nicht mal ein Gigabyte. Und das kann man noch vergleichsweise gut handeln. Und ja, für alle anderen größeren, längeren Videos muss ich mir dann was anderes einfallen lassen. Das klappt auch irgendwie. Aber ja, es ist natürlich einfach ein bisschen umständlicher. Und das einfach nochmal zur Erklärung. Im nächsten Jahr wird dann hoffentlich alles wieder besser, insbesondere wenn die Telekom endlich mal ihr Kabel repariert bekommt, was da immer noch kaputt ist. Weil bei Schnee können sie das offensichtlich nicht. Ja, egal. Gut, bis morgen. Macht's gut.